Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und genau Leute, ich nehme es jetzt direkt nach der letzten Folge auf. Wir waren ja beim letzten Mal hier in der Neo Arc angekommen und ja, haben einiges an neuen Gegnern kennengelernt und haben schon einiges gesehen von der Neo Arc tatsächlich. Und wir sind jetzt auf dem Weg zur Pyramide, weil wir auf die Insel und auch in das Dynamo-Haus wollen. Genau, Leute, dann würde ich mal sagen, machen wir uns mal auf den Weg dahin. Ja, da kommen noch mehr von denen. Ich glaube, bei denen muss ich erst Energy Shot machen, damit ich... Was? Wer hat's denn abgebrochen? Hä? Man kann Zauber abbrechen? Wusste ich gar nicht. Brechte nicht ab. Ah ja, los. So, bei denen mache ich nämlich Energy Shot, damit ich nur eine Gra... Das war doch mal geil. 574 Schaden. Boah, nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht. Kommen hier noch mehr von euch? Nein. Okay, es waren nur zwei. Alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier rein, Leute. Oh, es geht in eine Pyramide. Oh, das hört sich aber was kleiner an. Lad mal um hier. Los. Ah, hier sind Käfer. Alles klar, Leute. Käfer. So. So. Leute. Machen wir die mal kaputt. Mit der Shotgun ist das relativ easy. Da braucht man auch nicht mal diesen Plasmazauber einzusetzen. So, den noch. Dann den anderen noch. Das sind immer so viele, ne? Da braucht man schon die Bugshot-Muni für. Ganz ehrlich. So, bevor die mir zu nahe kommen, weil die machen nämlich echt großen Schaden an uns. Da brauche ich sogar noch mehr als ein Magazin für. Krass. So. Wo denn? Ah, das ist die Pyramide, Leute. So. Ganz schön resistente Käfer, meine Güte. So. Ja, jetzt sind wir hier in diesem... Boah, hier ist eine andere Musik, ne? In diesem Areal. Ja. Verdammt interessant. Dann schauen wir uns doch mal an, was das hier ist. Ein rundes Relief in der Steinplatte. Die Muster stimmen nicht überein. Drehen. Ja, dann dreh das mal. Ach, ich glaube... Ja, wir müssen gucken, dass die Zeichen da passen. Weil ihr seht ja da die Punkte und die Striche, ne, die wir beim letzten Mal gesehen hatten. Und wir müssen jetzt so machen, dass das zusammenpasst. So. Genau. Die Muster stimmen überein. Toll, das war's. Was soll es darstellen? Da muss ein System dahinter stecken. Ja, genau, Leute. Das System dahinter, kann ich euch sagen, es zählt einfach nur auf. Also, es ist wie eine Art Uhr hier. Und der eine Punkt ist 1 Uhr, die zwei Punkte 2 Uhr und so weiter, wie ich euch das beim letzten Mal schon erklärt habe. Und genau in dieser Reihenfolge müssen wir jetzt gleich das Rätsel angehen. So, Leute, wow, die Musik hier ist schon echt geil. Die Pyramide haben wir ja auch auf den Kameras gesehen. Eine goldene Tafel. Tempel des Tlaloc. Tanzet den Maistanz, dann werdet Tlaloc Regen schenken. Tanz Mais ist rot, weiß, gelb und blau. Hm, erinnert ihr euch? In der letzten Folge. Diese Platten. Rot, wenn ihr euch nach dem Tempel der Stärke sehnet. Blau, wenn ihr euch nach Tlaloc sehnet. Achtet auf Ordnung, meidet falsche Schritte. Ah, das stimmt. Wir dürfen nichts falsch machen hier, absolut nicht. Weil dann sonst funktioniert es nicht. Ein Tempel im Stil einer mittelamerikanischen Pyramide. Etwas klein geraten. Wozu wurde sie gebaut? Eine Attraktion für die Besucher? Wäre zu übertrieben. Oder stellt sie die Ruine unserer Gesellschaft dar? Oder etwa ein religiöses Symbol für die ANMCs? Brauchen sie sowas? Brauchen sie Götter? Jetzt, wo sie nicht mehr reden können, werden wir es wohl nie erfahren. Eine mittelamerikanische Pyramide.
Ich glaube nicht, dass die Viecher hier sowas brauchen. Keine Ahnung, warum das hier steht, ja. Sehr interessant. Gut, Leute. Gehen wir mal hier hoch. So, jetzt geht's nämlich los hier. Rätsel raten. Genau, Leute. Schaut euch das mal an hier. Eine antike mittelamerikanische Skulptur. Sehr feine Arbeit. Als ob sie mich anstarrt. Eine große Skulptur. Gut. Leute, erinnert euch in der letzten Folge, wir haben hier diese vierfarbigen Platten. Und ich habe ja damals, ich habe ja vor einer halben Stunde zwei Fotos gemacht. Und zwar von diesen Platten hier. Und genau, Leute, bei dem einen da, wo wir bei der Wasserstelle waren, da war ja blau 6-mal, weiß 2-mal, rot 3-mal und gelb 5-mal. Und genau in dieser Reihenfolge müssen wir jetzt auf diese Platten gehen. Die machen nämlich Geräusche. Richtig coole Geräusche machen die hier. Rebe, Rebe. So, 6-mal blau, dann 2-mal weiß, Leute. Ui, ui, richtig cool. 3-mal rot. Wir machen jetzt nämlich gerade die Insel auf. Da. Und 5-mal gelb. Oh Mann. Gut. Genau, Leute, es tut sich nämlich was. Schaut mal da. Ja. Coole Cutscene. Da öffnet sich was, Leute. Da ist ein Schalter offengelegt. Ein Hebel am Hals der Skulptur. Der Hebel ist oben. Senken. Genau, Leute. Schaut mal, was wir da jetzt gemacht haben. Wir können jetzt nämlich auf die Insel. Sehr schön. Sehr, sehr schön, Leute. Ja, geil. Das Ding fährt rüber. Und genau. Die Insel ist nämlich so ein kleiner Bonus hier. Leute. Und ja. Da gehen wir doch direkt mal hin gleich. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal noch das andere Rätsel. Ja. Nee. Lass den mal. Gut, Leute. Dann haben wir ja jetzt nur noch das andere Rätsel da. Für die Tür, schaut mal da, wir können jetzt auf die Insel. Für die Tür da, die noch abgeschlossen ist, Leute. Da habe ich ja auch ein Foto gemacht, und zwar das erste, also waren auch diese Steinplatten und nummeriert. Und das erste dort war rot, gelb, hier, ja. Das blaue, also hier, die drei, WB. Und dann das Weiße. Ne? Ich darf mich jetzt nicht vertun. Ja? Hey, ja. Danach nochmal blau. Die 5. Und die 6 war auch weiß. Hey, ja. Richtig cool, ey. So. Dann brauche ich 7. Das war gelb. Oder? Nee, Moment, stopp. Die 7 war rot. Die 7 war rot. Da. Die 8 war gelb. So rum. Oh, ja. 9 war weiß. Oh, ja. Die 2 Striche waren blau. Oh Mann. Gelb. Und danach noch rot. Oh, ja. Und das letzte. Zack. Genau, Leute. Aus der Ferne im Westen habe ich was gehört. Ja, was genau? Die Tür ist offen, Leute. Wir können in den zweiten Dynamo. Tatsächlich. Sehr cool. Dann würde ich sagen, war es das hier mit dem Pyramidenrätsel. Und hier sind wieder jede... Och, Mann. Hier sind wieder jede Menge Gegner, merke ich gerade, ne? Aber gut, die nehme ich jetzt auf dem Weg noch alle mit. Und ja, genau, Leute. Richtig cool. Richtig cool gemacht hier mit der Pyramide, also richtig nice. Wir haben also den Regentanz getanzt. Okay. Oh Gott, habe ich mich erschrocken, Leute. So viele Würmer wieder hier. Ach, verdammt.
Gut, Leute, dann mach hier Combustion. Nein, die wollen nicht ansprühen. Verdammt. Jetzt bin ich hier wegen einem Wurm noch verblindet, ey. Mensch. Ja gut, dann mach hier Plasma, komm. Mach einfach ein paar Mal Plasma, ja. Ich habe keine Lust, den Blindzustand wegzumachen. Auch wenn es wahrscheinlich billiger gewesen wäre. Aber gut. Ja, ich nutze sehr viel MP hier, wie ihr merkt. Das ist doch notwendig. Gut, Leute, wir müssen noch einmal zurück gleich. Aber erstmal gehen wir mal auf die Insel, Leute. Das wird spannend. Gut, gehen wir mal zurück. Kommen wir jetzt hier wieder über Gegner aus dem Wald gesprungen. Tatsächlich. Okay, Leute. Wisst ihr was? Granatpistole. Energy Shot. Und eine Granate. Ah, zwei Granaten, okay. Es sind trotzdem noch zwei Granaten. Ich finde das so geil, wie es den Oberkörper immer zum Platzen bringt. Ja, das kostet immer 9, ne? Es kostet immer 9. Ich glaube... Nee, ich werde da... Ich werde dann keinen Energy Shot machen. Erstmal nicht, weil es... Das ist auf Dauer ein Minusgeschäft mit den 9. Deshalb... Deshalb schieße ich einfach 3 Granaten drauf. Und dann sollte das gegessen sein. So. Fliegt der Oberkörper immer schön weg. Das gefällt mir. Richtig gut. Jo. Haben wir hier noch was? Kommt jetzt noch einer raus? Kommt doch einer aus dem Busch? Nee. Okay, sehr gut. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf direktem Weg auf die Insel. Hier kommt wahrscheinlich noch einer raus, oder? Ja, hier ist noch einer irgendwo. Komm raus. Da ist er doch. Da ist er doch, Leute. Zack. 400. Ja, hei, hei, hei. Bei dem brauche ich sogar nur 2 Schuss. Sehr cool, Leute. Ja. Klack, klack. So, wie viele Granaten habe ich denn noch, Leute? Ich muss mir nämlich noch ein paar aufsparen. Wie viele Granaten habe ich noch? 23. Ja, okay, die reichen noch locker. Da ist noch einer. Ja, hei, hei, hei. Was soll das denn? Die haben es echt drauf abgesehen, ne? Die stehen wohl drauf hier. Die brauchen auch echt 3 Granaten, ne? Das ist, die brauchen echt 3 Granaten. Schon heftig, ja? Gut, ja, Leute, geht's euch gut soweit? Mir geht's sehr gut. Ich nehme es immer noch an dem Sonntagmittag auf. Und, ja, genau. Genau, hier ist ja diese Ruckelstelle, ne? Willkommen! In der, ah, das hatte ich schon vorgelesen gehabt, ne? Mit den Divers, ja, ja, genau. Krass, Leute. Weil ich Glück habe, genau. Das ist, wir haben kein Glück, ah, ja. Nicht hier in der Nähe, Ark. Gut, dann gehen wir wieder hier raus. Ja, das ist ein längerer Bereich hier tatsächlich. Och nein. Ja gut, egal bei denen. Das wird jetzt wieder ein Ruckelkampf. Gut. Ah ja. Schmeiß schnell einen Feuerball dahin. Nein! Ach verdammt. Die verstecken sich nämlich gerne, ne? Gut, dann mach auf den da. Los. Ja. Und auf den da direkt. Schieß doch. Verdammt, ich das so... Das irritiert mich hier, dass es so ruckelt, verdammt. Ja gut, dann mach hier den Feuerball. Zack. Schnell den Kampf hinter mich bringen, ey, wirklich. Und hier noch, zack. Genau. So, Leute, genau, ja. Ich nutze einfach hier die MPs, weil... Ja, die bringen nur 9 MPs, die 3. Bitte was? Ja gut, ah ja, dann heil dich nochmal. Gut, Leute, jetzt haben wir nämlich hier, hier ist der Ausweg, hier ist der Weg, der, den wir eben verschoben haben. Wir können auf die Insel, sehr cool, Leute, genau das Ding da vorne, das meinte ich, genau das hier. Ich zeige es euch nochmal. Durch dieses Ding wussten wir nämlich die Anzahl, wie oft man auf diese Steine musste. Leute, genau, blaue, weiße und gelbe Platten mit Hieroglyphen. Genau, da sehen wir es doch. 6 mal blau, 2 mal weiß, 3 mal rot und 5 mal gelb. Genau, Leute. Und dadurch können wir jetzt hier drauf. So. Schön. Ja, die Insel, die wird cool, Leute, das sage ich euch. Die Insel wird cool jetzt. So.
sind hier wieder diese Fischmonster. Hallo Insel. So. Können wir jetzt mal hier machen, ja? So. Ich will nämlich nicht lange... Oh, verdammt. Dass die immer so weggehen müssen. Mensch. So, dann zack. Und der andere auch. Das sind drei, ne? Ja, das sind drei. Ich merke schon. Die brauchen auch natürlich noch mehr als eine Granate. Ich brauche MP, Leute. Ich habe keine MP mehr. Bitte, was? Ja gut, dann wechsel kurz die Waffe. Und schieß den einfach kaputt. So, der Kopf, der fliegt da durchs Bild. Drei Diver, so, so. Wir haben keine MP, Leute. Gut, wisst ihr was? So werden wir auch die Items mal los. MP-Wasser Level 2. Habe ich es euch nicht gesagt? Wir brauchen die MP-Wasser. Hier für dieses Gebiet nämlich. Gut, Leute. Ja, hier haben wir wieder Low Frames. Noch schlimmer als in der, als in dem Teil da hinten. Aber ich glaube, hier waren Items. 3 Frames die Sekunde. Oh Mann, oh Mann. Naja gut, ich glaube hier war echt noch was. Irgendwo hier war was. Na, hier, da liegt was. Ein Lippenstift, Leute. Und ich glaube, den Lippenstift haben wir schon im Inventar, oder? Genau hier, Lippenstift. Was bringt der denn nochmal? Ah, hier, use. Add MP plus 1. Ja, dann macht das doch, Alter. Da war jetzt nämlich 67 MP. Boah, Leute, wir werden immer stärker, merkt ihr das? Am Anfang hatten wir 30 MP und 50 HP oder sowas, oder 100 HP. Und jetzt haben wir schon 67 MP und 185 HP, meine Güte. Wir werden echt stark. Gut, Leute, dann glaube ich, müssen wir hier in diese Luke rein. So, hier diese Luke. Eine Luke im Boden. Eine Leiter führt nach unten. Ja, dann gehen wir nach unten, ah ja. So, ruckelst du auch? Minimal. Nicht viel. Oh, hier sind die. Oh Mann. Ach, verdammt. Ach du Heilige, schau mal, was da draußen rumschwimmt. Riesige ANMCs schwimmen umher. Sie grinsen ja alle. Ja, und da ist noch ein riesiges Ding, Alter. Was dich da anlacht. Ja, wir haben jetzt jede Menge von denen. Bei denen mache ich einfach hier. Ach, hier, mach einfach Pyrokinesis drauf, immer. So, hier werden wir definitiv viel MP brauchen. Allerdings werde ich schon mal meine Waffe wechseln. Leute. Bei denen mache ich einfach hier die Pyrokinese. Ja, wir sind hier in so einem kleinen Fischtank. Ist doch verdammt interessant, Leute. Hier kommen jetzt endlos viele Gegner raus, erstmal. So. Die haben wir schon mal erledigt. Da kommt jetzt nämlich genau das dicke Ding, Leute. Ah! Das dicke Ding. Ach du Heilige. Ah, noch nicht mal getroffen, verdammt. Das ist die Mutter von denen. Hilfe, Leute. Okay. Ah ja. Nein, 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 hier. Mach mal bitte hier Energy Shot. Mehr brauche ich nämlich nicht hier. So, ah, das geht wieder weg, Mensch. Genau dafür brauche ich auch die Granaten, weil das Ding, das hält übelst viel aus, Leute. So. Gut, da kommen wir wieder hoch. Mehr müssen wir nämlich nicht machen. Wir müssen einfach hier stehen bleiben und dem Ding einfach alle 5 Sekunden eine Granate in den Arsch blasen. So. 82 Schaden. Oh, das schmeckt dir, ne? Gut, nochmal 300 Schaden, jo. Da stehst du drauf, ne? Ja, also ich kann lange so weitermachen, also... Jo. So, es ruckelt zwar minimal, aber... Pff, was soll's, ganz ehrlich. Also, ja. Wir gehen es nach wie vor sehr sparsam an. Die ganze Sache hier. Möglichst effizient... Aber ja, Leute, man denkt, hier kommt ein riesiger Bonus. Aber dann kriegen wir erstmal hier so einen Gegner. So einen Zwischenboss vors Gesicht gesetzt. Aber hier kommt definitiv ein Bonus, Leute. Schaut mal, MP-Wasser 2 und Proteinkapseln. Gut, Leute, wisst ihr was? Die Proteinkapseln werde ich direkt benutzen.
So, benutzt die. 190 HP. Meine Güte, ey. Gut, Leute. Ja. Wir haben einfach mal so ein paar Fischgegner jetzt mal platt gemacht. Eigentlich. Hier gibt's doch was, oder? Gibt's hier was? Ah, ich ertrinke, wenn ich's öffne. Ja, lass es lieber. Gut, Leute, jetzt ist das Schwimmen nämlich weg. Ein Beobachtungsfenster. Genau. Genau, Leute. Sagt denn jetzt noch irgendwas hierzu? Ein Beobachtungsfenster. Wohl eine Schleuse. Ich kann es nicht aufmachen. Ja, willst du es aufmachen? Verriegelt. Ich lass das lieber. Willst du nicht, Eier? Du willst es nicht aufmachen. Allerdings hier. Hier ist ja das Blut, ne? Geschmolzenes Zellgewebe. Riecht wie Zitronen. Da schwimmt was. Ein Kristall, Leute. Wir haben ein Kristall bekommen. Ich will es nicht mehr riechen. Wieso nicht? Riecht doch noch Zitrone. Naja, gut. Leute, wir haben ein neues Item bekommen. Dieser Kristall ist nämlich auch sowas. Schädelkristall, Leute. Ein totenkopfförmiger Kristall. Steckt man ihn in die Tasche. Genau, Leute, das ist auch sowas hier, wie das Weihwasser und das Medizinrad und das Ofuder. Dann haben wir nämlich diese Art von Items komplett. Das passt sogar noch rein. Das ist sehr gut, Leute. Na, wo ist er denn? Hier, Schädelkristall. Ich weiß nicht genau, was der bringt. Eins ist auf jeden Fall, dass wir weniger Schaden machen. Eins ist, dass wir mehr Schaden machen. Eins ist für die Items. Und das hier, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das macht. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare rein, bitte. Was der Schädelkristall bringt, weiß ich nicht. Leiter, wir müssen wieder raus hier. Das war das Einzige, was es hier auf der Insel gibt. Zwei Items. Aber zwei gute Items. So, dann können wir eigentlich direkt zur Pyramide, um dann ja, den Dynamo anzugehen. Ne? Wir müssen jetzt nämlich noch einmal kurz zurück, um diesen Schalter da umzulegen. Boah, ja, Neo Arc sind wir schon echt lange, ne? Schon mehr als eine Stunde jetzt. Ja, das ist ein Hauptgebiet hier. Das Parasite Eve 2. Hm. Aber finde ich auch sau cool gemacht. Also, ja. Finde ich sau cool gemacht, dass hier im Bunker einfach so, ne, so ein Zoo ist. Mega nice auf jeden Fall. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal wieder zurück. Hier läuft es endlich mal wieder flüssiger. Und ja, wie gesagt, also geht's euch gut? Mir geht's sehr gut. Auch weil wir hier so schön weiterkommen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so schnell hier schon fast die Neo Arc abschließen. Meine Güte. In zwei Folgen. Aber so muss das sein, Leute. So muss das sein. So. Ich glaube, nach der Neo Arc wird es nämlich nochmal wichtig, was das gute Ende angeht. Und deshalb, ja, aufpassen danach, ne? Gut, wir sind jetzt hier nochmal in der Pyramide. Gehen die nochmal an hier? Ne, die gehen nicht mehr an. Schade. Ich würde gerne nochmal die Sounds hier hören. Die können wir auch gar nicht mehr. Der Bildschirm ist auch nicht mehr von oben, ne? Kann man hier irgendwas, irgendwas sagen? Okay, Leute, dann würde ich sagen, mach mal den Hebel wieder. Wieder hoch das Ding. Genau. Sehen wir wieder die tolle Katze, wie es zurückfährt. Das nutze ich mal und trinke mal einen Schluck Apollinaris. Ach so. Ach ja, das war ein großer Schluck. Aber es ist halt nötig. Gut. Schön überbrückt. Alles klar. Dann haben wir jetzt den Weg wieder frei. Zum zweiten Dynamo. Dann würde ich sagen, gehen wir den mal an. Gehen wir den mal an, den zweiten Dynamo. So. Dann stapfen wir mal dahin, Leute. Ich hoffe, da sind bestimmt wieder diese Fischgegner, ne, auf dem Weg. Gut, alles klar. Kommen jetzt hier wieder welche aus dem Busch? Nein. Okay, sehr gut. Wir haben alle gekillt hier. Sehr cool. Ja, finde ich auch sehr cool mit dem Wasser hier, dass sie da ein Wassergebiet eingebaut haben, aber ich finde es nicht so cool, dass es ruckelt, aber ja, keine Ahnung, woran es liegt, ne? Ich habe eigentlich einen Rechner, der das schaffen sollte, deshalb, ja,
Man weiß es nicht. Liegt wohl irgendwie am Emulator und an den Tools und so. Aber gut, Leute, wir sind gleich da. Und meine Güte, diese ganze Vorbereitung auf irgendwas, ne? Kann einem schon ein bisschen Angst machen, ja? Da kann einem schon Angst und Bange werden bei... Ja gut. Ja, wir haben natürlich wieder Fisch gegen... Ach, oh, und Dicke! Stimmt, da haben wir ja gelesen, ne, dass es die hier gibt. Die Dicken. Genau. Genau, Leute, die haben wir ja gelesen, dass die, die Fettis, nennen die sich ja tatsächlich, dass die aus dem Ozean kommen. Gut, Leute. Ah, du bist so weit weg. Komm her jetzt. Ja, genau. Links und dann... Nein, gar nicht erst versuchen, Leute. Gut, er kommt hier hin. Das ist gut, Leute. Jetzt komm. Mach hier. Ah ja, was machst du denn? So. Verdammt. Es ruckelt. Ich kann es nicht. Ach, verdammt. Leute, ich bin so verwirrt hier, weil es so ruckelt hier. So, jetzt aber. Putz. Weg damit, Leute. Meine Güte, ey. So, Leute. Wir mussten nämlich diesen ganzen Klabatsch mit der Insel machen, weil hier springt sie nicht rüber. Eine kleine Insel. Da kann sie nicht rüber, Leute. Die kann nicht über diesen kleinen Sprung da rüberspringen. Das geht nicht. Keine Ahnung warum. Von hier aus komme ich nicht rüber. Ja, das ist so blöd. Wirklich. Naja, gut. Leute. Boah, da ganz schnell hier raus aus dieser Ruckel. Aus dieser Ruckelorgie hier. So. Was haben wir hier? Ah, schon wieder die Käfer. Naja, gut. Dann, 480 Schaden einfach mal so reingedrückt hier. Gut, Leute. Hier. Die Bugshots da. Und da rechts, da kommen welche. Oi, oi, oi. So. Die machen nämlich übelst viel Schaden, diese Käfer. Tatsächlich, ja. Und da... Genau. Sehr gut. Gut gemacht. Und zack. Und zack. Zack, komm, die wollen wieder aufstehen da. Da ist noch einer da hinten in der Ecke. Hast dich ganz getarnt hier. So, Leute. Wie viel XP haben wir eigentlich wieder? 4.000, geil. Wir können wieder was aufleveln, Leute. Sehr, sehr gut. Nee, nicht Key-Item hier. P-Energie aufleveln, bitte. Was will ich denn euch denn als nächstes zeigen? Ich glaube ja hier Pyrokinese. Mach den mal, komm. 3.000 kostet ja sogar nur. Sehen wir hier jetzt den dritten Zauber, Leute. Inferno. Boah, Wirkungsbereich ist alles. Eine Kernreaktion von radioaktiven Isotopen wird innerhalb von Mikroorganismen der Luft ausgelöst. Ja, das hört sich schon ganz schön heftig an. Der Flammenzauber, den haben wir jetzt also auch. Sehr interessant. Ich muss mir echt überlegen, welchen Zauber ich davon nehme. Eine Steintafel, genau hier, Leute. Hier war ja das, wo wie wir das aufgekriegt haben, ne? Blaue, weiße, rot und gelbe Hieroglyphen. Das kenne ich doch. Genau, Leute. Und ja. Allerdings, Leute, da ist meine Uhr gleich klingelt. Würde ich sagen, mache ich mal hier einen Cut rein. Nein, das wollte ich nicht. Nein. Geh raus. Raus hier. Das kommt in der nächsten Folge. Meine Uhr klingelt nämlich jetzt. Und, genau, Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Mir hat es sehr gefallen. Und, ja. Da drin wird es sehr spannend in der nächsten Folge, Leute. Das sage ich euch. Und, ja. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Tschüss.